hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Show von Train Fever. Ich möchte euch heute ganz gern in der Episode mal ganz gern so den Fuhrpark so ein bisschen vorstellen. Und ich werde mich dafür des letzten Dings bedienen. Ich muss mal gucken, wo ist halt eben, wo jetzt der richtige Speicher. Da, wir nehmen den am besten. Sind alle, ja, nein, noch nicht. Da müssen wir nämlich noch alles hinzufügen, sonst fehlt uns dann nachher einiges. So. 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 Start. Denn heute habe ich mir mal, ich habe mir jetzt gedacht, im nächsten Video halt eben, bevor ich jetzt immer nur Strukturdinger und sowas zeige, halt eben natürlich, das wird auch weiter so gehen halt eben, damit man sieht, was bestimmte Versuche und ich sag mal, ja doch eigentlich Konstruktionsprojekte da so funktionieren im ganzen Spiel. Aber jetzt möchte ich mich dann doch halt eben ganz gerne mal dem Fuhrpark bei Train Fever widmen, jedenfalls meinem Fuhrpark halt eben. Es gibt natürlich noch über diverse Mods und so weiter und Zusätze halt eben natürlich noch mehr zu holen. Aber heute zeige ich euch mal so einen Teil davon halt eben, dass man mal so einen groben Überblick bekommt halt eben, was gibt es so halt eben, was kann man da so einarbeiten. Dass man da mal so ein Gespür bekommt für, in dem Fall jetzt halt eben, was ist da verfügbar und was lässt sich realisieren. Es gibt ja sicher auch Technikfans für die ein oder andere Bauserie an Straßenbahnen, Bussen, Zügen und so weiter halt eben. Und damit natürlich jetzt auch die nicht zu kurz kommen, hab mir gedacht, gut, okay, legen wir den Schwerpunkt halt eben mal so ein bisschen darauf. Vor allem ist es ganz gut halt eben, das ist wie so eine kleine Modenschau, könnte man fast schon sagen, halt eben für die einzelnen Fahrgestelle auf Rädern. Ich denke, das wird nicht schlecht werden halt eben. Er lädt jetzt ein bisschen halt eben, das kostet uns Zeit, aber ich glaube, das macht nichts. Die ein, zwei Minuten werden wir vertrösten können. Hoffe ich mal stark. Gut, ich habe in der Karte jetzt noch nie die ganzen Mods da mit reingeschmissen, halt eben war das relativ begrenzt. Aber man sieht gut, er kommt jetzt eh langsam stückelweise voran. So, und dann hat er es auf 100%, wunderbar. Das heißt, wir können gleich loslegen. Wir sehen Bild 7753 unten, Windows 64-Bit hier unten rechts im Bild. Und damit sehen wir halt eben, das Programm ist für Windows 7 geschrieben worden halt eben. War ja klar, Windows 7 war das aktuellste zum Zeitpunkt der Erscheinung. Läuft aber auch wunderbar auf Windows 10, also man hat da technisch keine Probleme. Von daher, ohne Problem, ich habe auch Windows 10 64-Bit und das funktioniert relativ gut. So, wir sind jetzt hier bei mir in meiner kleinen Miniatur-Bums-Hauptstadt. Ah, können wir hier vielleicht sogar als kleinen Anfang halt eben gleich lassen halt eben. Mit den Bildern haben wir das letzte Mal ja auch aufgehört gehabt halt eben. Wir sehen jetzt hier natürlich ganz wunderschön Fahrzeuge vom Typ Tatra KT4D in der Berliner Ausführung nach der Modernisierung 1993 in wunderschönem Sonnengelb. Die hier natürlich fahren. Sehr schöne Fahrzeuge. Im Hintergrund fährt ein S-Bahn-Zug der Baureihe 485 natürlich gerade in den Bahnhof ein. Hat jetzt optisch natürlich eine Ähnlichkeit halt eben mit so Bahnhöfen, so ähnlich wie Rummelsburg zum Beispiel, so auf einem leichten Bahndamm erhoben halt eben, der Bahnhof in die Höhenlage gesetzt halt eben. So, gut, aber kommen wir jetzt dazu halt eben mal den Fuhrpark so ein bisschen zu präsentieren. Ich hatte letztens schon über die Depots in meinem vorigen Video, gemischte Anschlüsse hatte ich ja gezeigt gehabt halt eben, wie man an so Kreuzungsbahnhöfen halt eben, wie man das, dass ich das empfehlen tue für jeden, der das macht. Und habe da so ein bisschen, jetzt mal rein objektiv nur das so ein bisschen vorgestellt gehabt, aber um jetzt mal langsam mal anzusetzen, ich würde mit den Straßenbahnen ganz gern anfangen und für das würde ich einfach gern einfach eine Probestrecke mal spontan setzen. So, da setzen wir dann gleich ein Straßenbahndepot hinten ran, machen ein kurzes Gleisstück halt eben mit einer, so, mit einem Punkt. Ich habe natürlich jetzt hier auch Wendeschleifen halt eben in dem Fall für Straßenbahn, das ist recht praktisch, die setzen wir auch dann gleich daher. So. Haltestellen technisch halt eben, wie gesagt, da haben wir dann gleich eine. Das ist recht günstig, aber ich möchte sie natürlich jetzt im Bild direkt zeigen. Ich hoffe jetzt natürlich nur, da behindern mich jetzt die Bäume da nicht zu sehr, aber ich glaube, das wird schon funktionieren. So. Damit das Ganze natürlich funktioniert, müssen wir jetzt eine kleine Linie ziehen. Und das machen wir natürlich auch. Wir gehen da auf Haltestelle hinzufügen. So. 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 Und so. Passt, dann hätten wir das nämlich auch vorhanden. So, dann kommen wir zu unseren Fahrzeugen. Also, fangen wir direkt an. Im Jahr 1850 mit der ersten. Kaufen wir gleich alle durch halt eben und dann machen wir das Stück für Stück. Ich glaube, das ist nicht so verkehrt. So, dass wir das alles mal durch haben. Hier machen wir gleich den Großzug halt eben, weil in kleinen Varianten finde ich das jetzt unsinnig. Das macht recht wenig Sinn. Oder Blödsinn, na, um das ein bisschen kleiner zu halten, nehmen wir uns den Zweiwagenzug davon. Ich glaube, das reicht auch. So.
Ich werde jetzt natürlich von jedem Triebwagentyp halt eben jetzt nur eine Variante nehmen halt eben. So. C1 bei Wagen, dann haben wir hier noch den B46. Die T4 Altzüge. Die Kölner von der Badener Bahn halt eben übernommen, von der Badener Bahn aus Köln. Dann haben wir hier noch die T4 aus Leipzig, die brauche ich jetzt aber nicht extra farblich zeigen. Der Tracker AT4D in der Prager Lieferung. Dann die TAM 2000. Nur ein Anhänger, E2. Die Züge der Badener Bahn nochmal. Die haben wir dann schon im Dunkeln, die werde ich jetzt nicht nochmal mit reinnehmen. Die E1 Züge. Dann die Dresdner T4 natürlich. Die sind schön. Vor allem, weil sie auch modernisiert sind, deswegen möchte ich die ganz gern zeigen, halt eben, ebenso aber auch die von AEG. Ja, so dann den Wiener Ulf in der Längsvariante. Ja, nehmen wir die modernisierte Bahn auch noch mit rein, ich glaube, das ist nicht verkehrt. Die Atomstraßenbahn funktioniert jetzt bei mir nicht, das habe ich schon probiert im Mod. Das hat nicht so ganz funktioniert, wie ich mir das gedacht hatte, aber das ist ja nicht so schlimm. So, fangen wir mit unserem kleinen Projekt jetzt da mal an. Oh, ich glaube, ich habe zu viel Straßenbahn da jetzt genommen, ich glaube, da muss ich später dann nochmal ergänzen. Aber das ist kein Problem, das können wir machen. So, Linie zuweisen. Und zwar alle auf die... Muss ich mal gucken, das ist die Linie 67. Da werde ich aber jetzt nicht alle zuweisen, wir werden das einzeln machen. Ich glaube, das ist geschickter. So, Linie 67. So. Wunderbar, wir fangen gleich an. So, das erste Ding, was wir jetzt hier natürlich sehen... ist die klassische Pferdestraßenbahn, ja. Sekunde, bevor wir da jetzt ins Technische gehen, halt eben, ich würde mir ganz gerne das Kauffenster nochmal aufmachen. Wenn ich da irgendwie optisch mit der Menge rankomme, ich glaube, da habe ich mich bis jetzt so in den Punkten doch ein bisschen übernommen. So. Kürzen wir das erstmal runter auf den E2 und dann können wir ja immer noch, weil ich würde ganz gerne nebenbei noch das Kauffenster auflassen, dass wir da so ein bisschen Infomaterial noch kriegen. So. Stellen wir das mal darüber direkt. So, den gehen wir hier nach unten ins Bild. So, passt. Wunderbar. So, das erste, was wir jetzt hier natürlich sehen, ist die Pferdestraßenbahn. Ganz klassisch halt eben. Wie gesagt, verfügbar im Spiel ab 1850, Kapazität 5 Passagiere, Höchstgeschwindigkeit halt eben 15 km/h und eine Lebensdauer von 30 Jahren. Wenn man jetzt halt eben nicht das Mod aktiviert, mit der ewigen Lebensdauer von Zügen. Gut. Dann kommen wir gleich zur nächsten halt eben, das ist dann die Dampfstraßenbahn. So. Die jetzt als nächste kommt halt eben, die dann ab dem Jahr 1877 verfügbar ist. Da kommt sie auch schon. Ja, wie gesagt, Passagiere 7 Stück, also 2 mehr als vorher, 20 km/h, ist ein bisschen schneller jetzt als die Pferdetram, ist natürlich auch klar, ist ja natürlich eine Maschine, besitzt dementsprechend eine andere Zugkraft. Lebt auch 30 Jahre vom Altersdurchschnitt her halt eben. Ist ein schönes Fahrzeug, muss man mal in dem Fall sagen halt eben. Man kann sie am Anfang auch sehr schön halt eben nutzen. Ich finde es halt immer schade, dass man nicht mehr Beiwagen anhängen kann. Weil es gab doch halt eben Dampftramways, die vom Tempo her, also von der Konfiguration der Züge her halt eben ein bisschen mehr auf hatten. Aber das macht ja nichts, das ist jetzt nicht so schlimm. So. So, dann kommen wir gleich zum nächsten Wagengespann halt eben. Das ist dann die erste elektrische. Das ist dann die erste elektrische für wie, allgemein, die erste elektrische Straßenbahn hier im Spiel, der Stadtbahn Halle. So, die ist ab 1887, also gut 10 Jahre später dann im Spiel verfügbar. Besitzt aber auch halt eben eine Kapazität von 9 Passagieren halt eben, also relativ gleich mit dem Konzept, also mit 2 Personen wieder mehr halt eben als auf dem Konzept durch die Sitzplatzanzahl. Das wird im Spiel auch immer so bestimmt werden, halt eben die Anzahl der Sitzplätze bestimmt die Anzahl der Leute, die man mitnehmen kann. Stehplätze werden hier im Spiel nicht gerechnet. Wir sehen die Türen an der Seite, die Öffnungsgitter sind hier animiert. Das Ganze sieht ganz schön aus, halt eben, wie gesagt. Ja, 25 km/h halt eben schneller als die Dampftramway, natürlich ganz logisch. So. Dann kommen wir zu den Wienern. Ab 1887 auch verfügbar. Im Spiel. Ich empfehle euch wirklich, moddet die Fahrzeuge hoch. Moddet sie hoch. Das ist nicht verkehrt. Denn der Fuhrpark ist doch am Anfang recht beschränkt. Sag ich jetzt mal. Und um das zu kompensieren, natürlich in dem Fall, ist es ganz gut, wenn man jetzt sich dazu einige Fahrzeuge zuenden tut. So, wir sind jetzt bei der Wiener Type G halt eben. Um 1900 verfügbar. 10 Passagiere halt eben, 35 km/h. Lebensdauer halt eben, wie gesagt, 35 Jahre.
dann kommt im Anschluss natürlich gleich die CE2 halt eben, Passagieranzahl 10 Stück. So. 40 km/h, also ist doch halt eben schneller jetzt als die vorgehenden Fahrzeuge. Bis es die Lebensdauer von 30 Jahren, das haben wir auch nochmal besprochen haben. Dann kommt die berühmte Wiener Type K aus dem Wiener Straßenbahnfuhrpark mit Beiwagen. Ab 1912 verfügbar halt eben, 9 Passagiere, ist jetzt doch ein bisschen weniger halt eben als bei der anderen. 35 km/h schnell halt eben, Lebensdauer sind 50 Jahre, die werden sehr alt halt eben, wie die echten Wiener es auch sind. Ah, der hat sich da wieder mit reingemischt in den Fuhrpark, gut, okay, das war jetzt nicht beabsichtigt, macht aber eigentlich nichts. So, die schickt man dann gleich zurück ins Depot, die natürlich auch. Dich natürlich auch, so. Schön im Hintergrund fährt jetzt schön entspannt die S-Bahn durch. So. Verkaufen und verkaufen. So, dann kommen wir gleich zum nächsten Wagen. Man könnte natürlich alle auch gleich auf der Linie 67 zuweisen. Wir probieren das mal gucken, ob das gut funktioniert. Ich weiß es nicht. Hab das noch nie in dem Sinne gemacht, also von daher. So. Da kommen wir dann zum nächsten Triebwagen halt eben. Das ist dann nicht... Ui, er ordnet das nicht zeitlich, sehe ich gerade. Er macht das willkürlich. Das finde ich auch sehr schön. Ich glaube, das ist jetzt ein bisschen geordnet fehlgelaufen, würde ich jetzt mal spontan behaupten. Die verkaufen wir mal gleich. Trams kaufen. Ja, das ist zeitlich jetzt ein bisschen falsch gelaufen. Da hat er sich jetzt ein bisschen, ich sage mal, vertan. Das ist aber jetzt nicht so schlimm. Da können wir jetzt runtergehen auf die Linie 67. Verkaufen wir die alle. So. Beschleunigen wir das Ganze ein bisschen. So, wir hatten jetzt zum Schluss jetzt aufgehört gehabt bei den Trams. Waren wir zuletzt, jetzt hätten wir den Typ T1 gehabt, sowie die Maximum-Triebwagen. Dann wären die Amerikaner gekommen. Type K mit Beiwagen halt eben, das zeige ich jetzt aber nicht unbedingt. Die Mirage, Tatra T4, die Kölner. So, dann gehen wir gleich direkt weiter. Zu den KT4Ds. So, dann kommen wir zu ihr. Die E2, die Badenerbahn. Ah, er lebt noch. So. T4 Dresden. So, die modernisierten T4. Ulfi. Dann Cobra. So. Haben wir das jetzt nochmal ein bisschen umgestellt? Macht ja nichts, ist ja nicht schlimm. So. Informationstechnisch gehen wir noch ein bisschen hoch halt eben, damit wir da die Daten natürlich auch dazu sehen. So. Den werde ich verkaufen. Ich sehe aber gerade, Typ T1 und Typ T24 sind identisch. Nur dass der eine früher auf den Markt kommt. Ich glaube, da kann man das auch so lassen. So, gut. Lass das Ganze wieder auf Normalzeit laufen. So, Linie zuweisen, 67. So. So. Jetzt habe ich lustiger Wicht wieder das Einkaufsfenster weggemacht. Das ist natürlich sehr praktisch. So. Lass mal klein. So, wir sehen jetzt hier natürlich die Type T1. Wie gesagt, Passagiere 12 Stück halt eben doch wieder ein bisschen mehr halt eben verfügbar ist das ganze Spiel ab 1920 halt eben. Das ist zwischen den anderen Wagen, den Standardzügen halt eben, spielt doch eine recht große Lücke. Deswegen empfehle ich halt eben auch, das in dem Punkt halt eben wirklich aufzumodden. Das ist ja auch der Grund, warum ich das immer sage. 60 km/h ist jetzt auch nicht recht, ist doch nicht langsam. Das ist recht okay halt eben, man bringt relativ schnell seine Fahrgäste von A nach B. Das ist recht gut und nicht verkehrt. So, kommen wir zum nächsten Wagen. Jetzt kommt die Maximum-Beiwagen aus Berlin. Die DM34, die Maximum, also die Beiwagen hieß Maximum. Ich nenne es aber ganz gerne Maximum-Triebwagen. Ob das jetzt korrekt ist oder nicht, darüber kann man jetzt natürlich auch streiten, ist natürlich ganz klar. Sie sind ab 1929, also kurz vor Beginn der 30er Jahre verfügbar. Passagieranzahl sind 18 Personen. 60 km/h ist das ganze Spiel schnell und besitzt eine Lebensdauer von 39 Jahren. Das ist recht alt, also sie werden recht alt. Ist auch nicht so schlecht, halt eben, wenn man das jetzt nicht modden tut in dem Sinne. Dann den nächste Wagen halt eben, das sind dann die berühmten Amerikaner aus Wien. Sowie die C1-Triebwagen. Der Simmeringer Graz-Pauker Werke aus Wien. So. Die waren sehr beliebt übrigens bei den Fahrgästen. In der Remise in Wien kann man die auch übrigens sehen. Wie gesagt, verfügbar sind sie ab 1949, halt eben aus New York beschafft. Passagierzahl 20 Mann. Sitzend, natürlich klar, 40 km/h schnell. 30 Jahre werden sie alt. Dann sind wir auch schon beim Wiener C1-Wagen.
ab 1955 der erste Großraumwagen für die Stadt Wien. Man sieht, wie gesagt, halt eben die ersten, auch eine der ersten Züge halt eben, die am Anfang noch mit Schaffner betrieben wurden in der Stadt Wien und halt eben paar Jahre später dann gleich ohne. Weil automatisch dann in den Zahlboxen, also Automaten für Fahrtickets und so weiter eingeführt wurden. Dadurch wurde der Schaffner dann halt eben überflüssig in der Entwicklung. Ja, Passagiere 30 Stück, wir sehen das hier ganz gut halt eben. Ist nicht schlecht halt eben, kmh 50, das stinkt normale Geschwindigkeit jetzt für Fahrzeuge der Art, ist nicht schlecht. Finde ich jetzt, das ist alles völlig okay und alles auch natürlich im gewollten Rahmen der ganzen Geschichte, das macht natürlich jetzt nichts. So. Dann kommt natürlich jetzt kommen die nächsten zwei Triebwagen jetzt gleich in die Vorstellung mit rein, das werde ich auch gleich mit zeigen. So. Wie gesagt halt eben, ich habe viele Züge gemoddet, in dem Fall, dass man das nochmal hört, für diejenigen, die da immer ganz gerne bei den Videos vorswitchen und vorscrollen. So. Wir kommen jetzt zu den Wagen, die im Spiel standardmäßig vorhanden sind. Und zwar nämlich zu den Wagen des Typs B4-6 Mirage. Die Wagen halt eben, wie gesagt, Passagierkapazität 15 Personen. Höchstgeschwindigkeit 60 km/h. Ja, eine Lebensdauer von 40 Jahren, also sie werden auch recht alt. So, dann kommen wir zu den Tatras. Das ist der T4 halt eben, wie gesagt, wie sie serienmäßig geliefert wurden aus Prag, deswegen haben sie auch noch die Prager Lackierung. Die Original Prager T3 Wagen waren für den Wagenverpark im ostdeutschen Teil in der DDR zu breit. Original Wagenbreite 2,50 Meter halt eben, das wurde reduziert auf 2,20 Meter, damit man halt eben keine Berührungspunkte jetzt auf den Gleisen natürlich dann im städtischen Nahverkehr in Kurven und so weiter hat. Wurde das umgeändert halt eben, speziell für die DDR hergestellt halt eben, verfügbar sind sie ab 1965 im Spiel. Passagieranzahl 15 halt eben, Höchstgeschwindigkeit 60, Lebensdauer 40 Jahre, das ist völlig in Ordnung. In dem Fall halt eben verfügbar waren diese Wagen jetzt städtisch, wenn man jetzt geschichtlich geht, in den Bezirksstädten der DDR halt eben in Leipzig und so weiter halt eben Dresden. In Berlin ist nie ein T4 gefahren, die haben auch nie die Stadt erreicht. In Halle zum Beispiel sind sie auch 4 gefahren und so weiter, dass man das auch mal mit erwähnt hat. So, die schicken wir auch gleich wieder ins Depot. So. Ah, jetzt habe ich wieder das Kauffenster zugemacht. Ich bin ein Held. Fuhrparktechnisch, also ist ja der Wahnsinn wieder mit mir, was ich hier aufführe. So. Wir waren jetzt zum Schluss beim T4 gewesen. Dann machen wir gleich direkt weiter mit der Bahn. C1 hatten wir schon, okay. Die auch schon. Die Mirage war auch schon dran. Genau. Jetzt kommen die Wagen hier halt eben von der... Die berühmten Kölner, die auf der Badnerbahn eingesetzt wurden im Raum Wien. Diese Linie fährt übrigens, das ist eine Überlandstraßenbahn, kann man fast schon sagen, die innerstädtisch auch verkehrt. Die fährt von der Wiener Oper halt eben bis. Warte mal kurz. Die ist halt eben fährt zwischen der Wiener Oper halt eben bis nach Mödling raus, also bis zu einem Vorort in Niederösterreich. Wie gesagt, schöne Wagen halt eben, sehr massiv gebaut, muss man jetzt auch dazu sagen, halt eben, sind ab 1980 im Spiel verfügbar. Passagieranzahl ist 30. Höchstgeschwindigkeit 65 halt eben und ja, eine Lebensdauer haben sie gut 65.600 Jahre. Das ist dem Mod geschuldet, aus dem sie stammen, dass sie so alt werden. In dem Punkt halt eben, ich habe jetzt keine Kosten, deswegen sieht man hier auch 0,0 Kostenbereich halt eben. Das ist natürlich dann klar. Sie sind dann eben aufgebaut auf sehr massige Wagen halt eben, auf sehr kräftigen Drehgestellen halt eben. Also es ist ein Überlandstraßenbahn, da ist das jetzt nicht schlimm. So, dann kommen wir zum Typ Tatra KT4D, dem Kurzgelenkwagen aus Prag. Wie gesagt, von CKD geliefert an die DDR halt eben auch, genau wie die T4D. Die KT4 halt eben, wie gesagt, vorhanden waren sie in Berlin, Brandenburg an der Havel, in Frankfurt an der Oder, in Zwickau und so weiter. Also, wie gesagt, halt eben doch in der DDR sehr weit verbreitet halt eben. Hier sieht man sie in der Lackausführung, wie sie halt eben angeliefert wurden. In die meisten Betriebe der ehemaligen DDR im Prager Lack. Linienbestellung ist die Linie 3, S-Bahnhof Lichtenberg halt eben. Oh, Heimatgefühle werden da warm. Wach. Ja, wie gesagt, das ganze Spiel ist jetzt wagentechnisch halt eben, wie gesagt, ab 1974 verfügbar. Doppeltraktion schafft natürlich jetzt 32 Passagiere. Wir sind jetzt hier beim Solowagen, 16 Mann. Ich nehme jetzt mal die Einzeldinger. Höchstgeschwindigkeit 65 km/h. Also relativ authentisch am Original. Lebensdauer 50 Jahre, sie werden also doch recht alt. In dem Punkte, das ist jetzt auch, das ist nicht schlecht, ist auch gut. Gut. Gut, die sind eh schon auf dem Weg ins Depot. Dann stellen wir gleich die nächsten Wagen vor, dass wir da vorankommen im Fuhrparksystem.
Die werden wir verkaufen. So, der nächste ist dann der Wiener E2. So, Linie 67. So, da kommen wir jetzt zu anderen Fahrzeugen, und zwar des Typs 2000 B48. Halt, das sind die Fortsetzungsfahrzeuge von der Baureihe 46 Mirage. Die muss man übrigens nicht auch über ein Motto. Die sind so im Spiel nicht verfügbar halt eben. Deswegen sage ich das ganz gern, kauft sie euch mit 22 Pot Singlewagen halt eben. Man sieht das dann, das steigert sich dann umso größer die Traktion bei zwischen 39 und 46. Das ist nicht schlecht für den örtlichen Nahverkehr, damit kann man relativ viele Leute schnell befördern. Und sie schauen ja auch, finde ich, jetzt im Design her so nicht schlecht aus. So, Baujahr ist ab 1976 verfügbar, 46 Passagen, hat man schon angesprochen. Dann Höchstgeschwindigkeit 65 km/h, das ist auch mit drin. Und 50 Jahre werden sie alt, das ist doch recht lang. In dem Punkt, man kann sich also doch recht lange an dem Ding erfreuen, wenn man jetzt halt eben das kein Lebensende-Mod für die Straßenbahn hat. Ist natürlich nicht schlecht. So, dann kommt natürlich auch gleich der nächste Wagen halt eben von den Wiener Straßenbahnen. Und zwar nämlich die Typ E2. Die natürlich jetzt sehr schön animiert ist in dem Fall, weil man doch halt eben in den Wagen recht gut hineinsieht. Man sieht die innere Sitzplatzanordnung, alles drum und dran. Diese Wagen fahren vorwiegend im Spiel mit einem Beiwagen, so wie auch im Wiener Original. Das finde ich auch recht schön gemacht. Die kann man übrigens bei ProTrain Perfect bei Microsoft Train Simulator wenn man sich die über Tramstrecke, MSTS und so weiter besorgt, kann man die recht fahren und wieder über das Wiener Straßenbahnpark. Das ist recht praktisch und auch recht schön. So, gut, dann hätten wir jetzt die Züge auch besprochen. Kommen wir gleich zu den nächsten Wagen, damit wir da vorwärts kommen im Programm. Das sind jetzt die Züge dann der Badener Bahn, sowie halt eben auch die Wiener E1 der klassischen Wiener Linien. Kommen wir gleich runter da. Oh, ich glaube, ich habe zu den E1, E2 habe ich jetzt Mist erzählt. Ja, das passiert recht schnell. Halt eben, wenn man jetzt die Videos versucht, so kurz wie möglich zu halten, kann man sich da relativ schnell fahren. Das ist dann gut, kommt man 1977 die E2. 35 Passagiere, 60 km/h schnell. Auch wieder 50 Jahre, also doch recht lang. Dann kommen wir zum aktuellen Zug. Triebwagen 1000 halt eben, der Badener Bahn halt eben. In den Punkte. Man sieht halt eben recht schön halt eben, auch der ist sehr transparent gemacht halt eben, man sieht innen drin schön rein halt eben und sieht den Zug sehr im Detail mit Fahrerabteil und allem drum und dran. Das ist wirklich schön animiert, sowas mag ich total, da bin ich, wenn sowas so detailverliebt ist, liebe ich das wirklich und ich mag auch die Triebwagentype. Wir sehen aber auch optisch, dass diese Wagen natürlich mit der E2-Serie halt eben verwandt sind. Wie gesagt, alles diese Bauten halt eben, E2, E1, Triebwagen 1000, das sind alles Bauten, auch die C1, die in Duewag-Lizenz gefertigt wurden von den Simmeringer Graz Paukerwerken. Im Original und deswegen sehr historisch schön genau im Spiel vorhanden sind. Das finde ich auch recht schön. Also es ist wirklich sehr detailverliebt, auch mit der Beschilderung hier allem drum und dran am Wagen selber und so weiter. Es ist wirklich schön gemacht. So, kommen wir zum Wagen selber. Ab 1979 sind die verfügbar. So, besitzen eine Kapazität von 20 Passagieren, sind 80 km/h schnell und leben 30 Jahre. Das ist auch nicht so schlecht halt eben. Ich denke, es gibt Schlechteres. So, dann kommen wir direkt halt eben gleich zum E1, der bekannteste Wiener Linientriebwagen, historisch halt eben. Da gibt es ein sehr schönes Modell, muss man sagen, von Halling in den Punkten. Das habe ich auch mit seinem Beiwagen und allem drum und dran. Ich finde das wirklich detailverliebt halt eben. Ich habe übrigens bei dem Modellwagen mir sogar hier oben noch Werbung draufgeklebt von der Strausberger Eisenbahn halt eben in den Punkten, weil ich ein KT8 auch in meinem Modellpark besitze. Ich finde schade, dass der KT8 leider Gottes im Trainfever nicht als Mod verfügbar ist oder ich ihn online noch nicht gefunden habe. Finde ich sehr schade, weil ich mag die KT8-Serie wirklich von den Tatra Straßenbahnen. Die Großraumgelenkwagen, wie ich sie immer ganz gerne nenne, die sind wirklich schön in den Punkten. So wie sie in Strausberg auch fuhren. Aber gut, man kann nicht alles haben. So, kommen wir wie gesagt zum Triebwagen halt eben, der ist ab 1980 verfügbar, besitzt Platz für 36 Passagiere, 50 km/h schnell und eine Lebensdauer von 50 Jahren, die werden recht alt. Die Originale in Wien sind auch extrem lang schon unterwegs, wenn man sich überlegt, wenn die wirklich ab 1980 hier im Spiel eingeführt wurden, ich weiß es jetzt nicht ganz genau aus dem Kopf heraus, ich müsste nochmal nachschlagen. Wie gesagt, der Beiwagen ist übrigens älter als der Triebwagen, nur so als Info. C1 ist dann schon, C3 und C1 sind älter als die E1 oder die 2, aber schon länger in Verwendung. Sie sind recht lange in Verwendung halt eben, wenn sie wirklich 1980 eingeführt wurden in Wien. Wir haben jetzt 2019 und sie sind immer noch im Dienst drin halt eben. Also sie sind relativ zuverlässige Fahrzeuge. Die 50 Jahre hier im Spiel sind nicht schlecht gekalkuliert und ich glaube, das passt auch relativ, ist auch schön relativ realitätsnah. Jetzt in dem Punkt, also von daher. So, dann kommen wir als nächstes dann zu den Dresdner T4. Der ist schon unterwegs ins Depot, das ist praktisch. Den werden wir jetzt verkaufen. So. So, dann bestellen wir gleich mal die nächsten Wagen vor, halt eben T4 Dresden. Das sind jetzt so die modernisierten Varianten, sage ich jetzt mal. Die etwas moderneren Varianten davon.
So, da gehen wir. Gut, Daten haben wir eh schon da. Dann können wir das gleich zeigen. So, da haben wir ihn in Dresdner T4 halt eben, den es auch in der Doppeltraktion gibt, halt eben mit Beiwagen. So, wie gesagt, ab 1988 verfügbar die modernisierte Variante. In der DDR, natürlich im Original sind die in Dresden halt eben mit den Digitalanzeigen natürlich etwas später modernisiert worden, erst in den 90er Jahren. Aber das macht ja nichts halt eben in dem Punkte, das ist jetzt nur fürs Spiel. Passagiere pro Einzelwagen 14 Leute halt eben 55 km/h schnell und eine Lebensdauer von 40 Jahren. Also sie werden auch doch schon um einiges alt. In dem Fall, man hat doch länger sein Vergnügen dran. In dem Fall, das ist nicht so schlecht. So. Dann werde ich aber noch ein KT4D dazu kaufen, weil ich sehe gerade, die modernisierte Variante ist jetzt da nicht vertreten, dass wir das auch noch geklärt haben. So, dann kommen wir zu den modernisierten Triebwagen aus der Stadt Halle. T4. Wir sehen halt eben, sie sind ab 1993 verfügbar, das passt auch relativ vom zeitlichen halt. Eben sind schön, ich find sie recht schön gemacht, halt eben um mit der Werbelinie da oben dran, halt eben, die so ein bisschen das Elektrische verdeckt. Wir haben elektrische Schwingtüren bekommen, statt der Falltüren halt eben. Moderne Digiplex-Anzeigen, die jetzt das optisch anzeigen. Das ist recht schön gemacht halt eben in dem Fall. Man kann auch in den Zug reinschauen, die Bestuhlung, alles drum und dran. Wie gesagt, ab 1993 verfügbar, 14 Passagiere, 65 km/h schnell und eine Lebensdauer von 40 Jahren. Das ist jetzt auch nicht so schlecht, denke ich mal. Es gibt schlechtere Statistiken für Straßenbahnen, ja. Also das muss man wirklich mal in dem Fall jetzt groß anerkennen. So, dann kommen wir doch nochmal zum Berliner KT4D. Dass wir den auch noch mit zeigen und er nicht vergessen wird. Weil das ist dann die modernisierte Variante der Tatra Straßenbahn hier. So. Im Anschluss kommt dann der Wiener Ulf. Type A und Type B, wie sie im Wiener Sprachjargon heißen, halt eben. Ich nenne sie gerne Ulf. So wie sie ja von Siemens auch gefertigt wurden. Übrigens, das Design stammt bei den Wiener Ulfs von Porsche. Das möchte ich an der Stelle nochmal sagen, halt eben in dem Punkt. Ich finde das auch optisch sehr gelungen, das Konzept. Ich mag den Wiener Ulf sehr, ich bin ein Fan von der Straßenbahn. Also mir gefällt der Ulf als Niederflurstraßenbahn mehr als die Berliner Flexity. Muss ich jetzt wirklich sagen. So, kommen wir aber jetzt zurück zu unserem schönen KT4D. Jetzt, in dem Fall, also wie gesagt, ab 1993, wie sie in echt auch modernisiert wurden, halt eben Passagierzahl pro Wagen sind 16 Stück. 65 km/h schnell, wie die Standardgewöhnung, also hat sich nicht verändert, die Geschwindigkeit. Wir sind 50 Jahre alt. Ja, kann man gelten lassen in dem Punkt, wenn man überlegt, wie alt die Züge in Berlin wirklich waren, halt eben kommt das recht nah ran, halt eben ist doch recht authentisch, Punkte gehalten. Man sieht ja auch wieder schön in den Wagen rein, sieht die Bestuhlung halt eben mit Stoffpolstersitzen statt der übrigens üblichen Plastikschalensitze. So, dann kommt auch schon der Wiener Ulf. Hier ist ab 1997 verfügbar, halt eben besitzt einen Platz für 16 Passagiere, halt eben. Ja, wie schon angesprochen, halt eben, dass der Wagen selber ist von Siemens gebaut. Das Design von Porsche halt eben, also wirklich ein sehr schöner Wagen in dem Punkt, in Wien auch sehr halt eben. Ich mag die Wagen wirklich, ich finde sie echt schön, auch vom Innendesign her sind sie sehr schön. Also ich mag sie wirklich mehr halt eben. Einziges Manko ist halt eben natürlich immer bei allen Niederflurwagen halt eben dadurch, dass sie meist starrachsig ausgeführt worden sind, weil die Räder hier im Wagenkasten halt eben auf den Zwischenstücken versenkt sind im Wagenkasten. Könnte man sagen, sind sie moderne Schienenfräsen halt eben. Dadurch, dass das sich jetzt nicht wie bei einem Drehgestell halt eben wirklich eloquent mitbewegen kann, fräst man da halt eben in den Kurven doch halt eben recht schön die Gleise ab halt eben und deswegen werden dann immer häufiger Gleisarbeiten nötig. Oder vermehrt Gleisarbeiten nötig halt eben. Aber dafür ist man halt eben barrierefrei halt eben. Das ist natürlich für Menschen, die jetzt im Rollstuhl oder so unterwegs sind halt eben. Oder auf diesen Quad-Trallys halt eben. Doch praktischer eher zum Einsteigen natürlich. Das ist echt behindertengerecht und nicht verkehrt. Kann man dazu sagen. So. Ich wollte noch irgendwas dazu sagen. Ich überlege jetzt gerade, ob ich jetzt nicht irgendwas vergessen habe. Ja, genau. Übrigens, wo wir gerade sind, bei den Wagenkästen jetzt in dem Fall vom Wiener Ulf Starksig und so weiter. Das hat Skoda sehr schön gelöst halt eben. Die Skoda, ich glaube 14 und 16, die 14er Variante, ne die 16er Skoda T14, hat halt eben in dem Fall unten im Niederflurabteil ausschwenkbare Drehgestelle, die sich aus dem Rahmenkasten, aus dem Wagenkasten heraus bewegen können. Das ist natürlich extrem von Vorteil, weil das natürlich in dem Fall natürlich halt eben wieder gesünder ist für die Weiche selber. Für die Kurve meine ich, so sorry. So, da kommt auch schon der letzte Wagen in unserem Fuhrpark. Die berühmte Cobra. Ja, so. Die ist wirklich sehr schön in dem Punkt da halt eben. Also als Niederflurstraßenbahn finde ich die echt schön halt eben. Ich hätte ganz gerne noch Kombinos und so weiter, aber die funktionieren leider Gottes nicht im Spiel. Ich habe schon probiert in dem Punkte. Also sie sind noch nicht verfügbar jetzt in dem Fall. Bei mir jetzt im Spiel. Ich sehe es hier gerade halt eben und ich habe den Kombino-Mod, glaube ich, jetzt auch nicht am Anfang eingefügt. Ich muss mal austesten halt eben, ob das wirklich reinweg technisch funktioniert. Das letzte Mal ist mir das Spiel abgestürzt, als ich das probiert habe. Vielleicht funktioniert es hier, ich weiß nicht, ich muss es austesten in dem Fall. Aber gut, kommen wir jetzt erstmal zu dem Zug. Oh, schöner Spielfehler. So.
mir passieren. Das Ganze mal, dass wir den Zug noch ein bisschen sehen. So, das ist halt eben jetzt die Cobra, halt eben kein Zweirichtungswagen, ganz deutlich zu sehen, obwohl er jetzt, obwohl das gut technisch möglich wäre, ist ein Einrichtungsfahrzeug in dem Fall. Ab 2001 verfügbar, besitzt 24 Plätze, 70 km/h, also doch recht schnell, halt eben für eine Überlandstraßenbahn werden wir ja das sehr gut geeignet, halt eben auf einer Ebenenstrecke, weil es doch recht schnell wird. Und die Lebensdauer sind 40 Jahre, ist auch nicht so schlecht halt eben in dem Fall. So, das war jetzt im Großen und Ganzen erstmal der Straßenbahnfuhrpark. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, das war informativ genug. Ich werde dann auch noch einen Fuhrparksbestand machen, Video machen über Busse. Und natürlich auch über die Züge, die hier verfügbar sind, halt eben Dampfloks und so weiter. Das zeige ich euch dann alles dann. Ich schließe jetzt hier ab an der Stelle halt eben mit dem schönen Bild, wo der KT jetzt achterwärts diese Cobra knutscht. So, das schaut dann doch besser aus. Ja, mit diesen Bildern verabschiede ich mich dann ins Video, sag tschüss und hoffe, ihr bleibt dran, es bleibt spannend. Bis zum nächsten Mal, euer Kai.